Ja, hallo zusammen. Aus der Reihe Zeichnen für Anfänger, Ausrufezeichen für Anfänger, also nicht für Fortgeschrittene. Heute Tricks und Tipps zum Abzeichnen. Oder Skizzieren. Oder Abpausen. Oh mein Gott, Abpausen. Nein, Abpausen. Ha, nein, das geht gar nicht. Klar geht das, ne? Abpausen ist eine total super Übung, um Stifthaltung zu lernen, Linien zu folgen, bestimmte Linien, also Kurven zu lernen und so weiter und so weiter. Also ist völlig in Ordnung, am Anfang abzupausen, weil die meisten wollen ja direkt loslegen und wollen dann gleich mal mit dem Porträt anfangen. Also vielleicht ist nicht diesen alten Mann, auf den habe ich, da ist Gott sei Dank auf dem Foto kein Urheberrecht. Ne? Also wer sich auskennt, Artikel 13, kriege ich kein Problem damit. Also Porträts wollen gleich anfangen, aber können im Prinzip nur viel zu wenig. Und ihr werdet halt beim Zeichnen leider nur besser, wenn er übt. Ja? Und da ist das Abpausen halt wirklich eine gute Übung. Ja, und heute zeige ich euch 3 bis 4 Tricks, wie das Abpausen einfach klappt, wie das gelingt. Und fangen wir einfach mal an. Die einfachste Möglichkeit abzupausen, wenn ich so ein Porträt zum Beispiel jetzt unbedingt zeichnen will, will jemandem eine Freude machen, ein Geschenk, dann nehmt ihr das Porträt simpel und einfach, haltet es gegen das Fenster, damit das Licht von hinten auf das Porträt fällt, haltet auf das Porträt ein Blatt Papier und dann zeichnet ihr einfach die durchschimmernden Konturen nach. Kennen die meisten von euch, denkt ihr ja, dafür brauchen wir jetzt keine Anleitung. Okay, wer es noch nicht kannte, bitteschön, sehr einfach. Die zweite Möglichkeit ist schon etwas komplexer und dafür braucht er Materialien, aber zum Glück ganz, 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 ganz einfache. Und das ist das, was die Profis auch machen. Man nennt sowas einen Leuchttisch. Wenn ihr einen Leuchttisch kaufen wollt, dann könnt ihr auch googeln, ne, und dann findet ihr halt Leuchttische. Die kosten halt ziemlich viel Geld, richtig gute, aber ihr könnt euch sowas für eure Zeichnungen, weil da braucht ihr jetzt nicht Hightech-Leuchttische, selber bauen. Ich habe mal eben sowas vorbereitet und zwar habe ich hier so einen alten Korb. Ihr könnt aber einfach nur ein paar Bücher nehmen oder ein paar Holzklötze, das ist völlig egal. In den Korb legt ihr eine Leuchtquelle rein, mache ich gleich. Und darauf legt ihr dann eine Glasplatte. So, also machen wir mal. Bitte nicht irritieren lassen, dass ihr jetzt nichts mehr seht. Seht gleich wieder was. Ich habe jetzt die Glasplatte draufgelegt. Und auf die Glasplatte legt ihr jetzt das, was ihr durchpausen wollt. Ja, und jetzt ist, glaube ich, das Prinzip schon klar. Und darauf legt ihr euer Blatt Papier. Und jetzt seht ihr, dass das alles durchschimmert. Und dann nehme ich mir heute einen Stift und zeichne dann halt die Kontur nach. Und das ist dann sehr, sehr einfach. Ja? Und damit schaffe ich es halt auch perfekt, so ein Porträt abzuzeichnen, die Konturen abzuzeichnen. Die Tonwerte, also die verschiedenen Graustufen, da ist so, das mit so einem Leuchttisch nicht so gut. Das macht er dann nachher Freihand. Das heißt, also hier könnt ihr tatsächlich wirklich nur die Umrisse und den Rest macht er dann halt Freihand. Als Lichtquelle könnt ihr natürlich jetzt sowas nehmen wie ich. Das ist einer meiner kleinen Videoleuchten. Da tut es aber auch eine kräftige Taschenlampe. Ja, alles, was ihr heute so zu Hause habt. Okay, simpel und einfach. Achso, bei der Glasplatte achtet darauf, dass ihr eine nehmt, die Sicherheitsglas ist, denn die anderen, wenn die durch einen unglücklichen Zufall zerbrechen sollten, dann geben die scharfe, gefährliche Kanten. Da könnt ihr euch natürlich schneiden. So. Okay, das war der Leuchttisch. Und die dritte Möglichkeit ist eine etwas teurere. Und zwar kennt ihr das von der Schule vielleicht her, das nennt man Tageslicht. Schreiber oder Tageslichtprojektor. Kennt ihr vielleicht, das waren so komische Kästen. Ne? Die haben immer ein furchtbares Summen gehabt. So haben die irgendwie ausgesehen und dann hat der Lehrer hier so Folien draufgelegt und dann sind die an die Wand projiziert worden. Ja? Und ihr könnt jetzt Folgendes machen: Statt eine Folie draufzulegen, legt ihr wieder eure Vorlage drauf, ne? Dann ist das Licht vom Projektor. Ist im Prinzip das gleiche wie vorher mit der Sonne am Fenster. Oder ihr druckt dieses Motiv auf einer Folie aus. Da gibt es spezielle Druckerfolien. Und dann könnt ihr halt auch die Folie drauflegen. Und der Vorteil, ich glaube, das seht ihr schon, ihr könnt es in riesige Formate halt hochprojizieren. Das ist für die von euch vielleicht auch interessant, die jetzt nicht unbedingt was mit Zeichnen am Hut haben, die aber große Vorzeichnungen brauchen. Ja? Und da könnt ihr das fast beliebig, also beliebig groß natürlich nicht, aber 2, 3 Meter in der Diagonale ist überhaupt kein Problem damit zu machen. Ja? So, das ist also eine Möglichkeit. Ich mag die Dinger nicht, weil die halt sehr, wenn die kleinen Lämpchen, die da drin sind, wenn die kaputt gehen, sind die sehr teuer. Und ich habe keine Lust, immer so ein Riesending in der Wohnung rumstehen zu haben. Es gibt mittlerweile auch so Koffergeräte,
So, die sind so klein, die sind dann im Koffer drin. Da ist es hier dieser Arm mit der Linse und ist da so geklappt irgendwie quer drüber. Ist kleiner, aber es gibt noch was viel Genialeres. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich alle einen Beamer. Genauso sieht der aus. Ein Beamer dient eigentlich dazu, wenn ihr im Wohnzimmer ein Filmchen gucken wollt, ne, dann schließt ihr halt euren DVD-Player oder was immer, eure Festplatte, was immer habt, an und dann projiziert euch der den Film auf die Wand, ja. Und die Dinger sind halt relativ, ja, was heißt teuer, mittlerweile kosten sie 200, 300 Euro, aber es ist ja schon eine Menge Geld, einfach nur um eine Skizze zu machen. Das muss man ja beachten. Andererseits könnt ihr natürlich damit auch dann skizzieren, wunderbar. Also die Möglichkeit ist dann halt, dass ihr ein Bild auf dem PC habt oder auf dem Laptop, ne? Und dann verbindet ihr halt euer Laptop mit dem Beamer und dann projiziert euch das Bild, das er bei euch auf dem Bildschirm dann halt seht. Ne? Da seid ihr Vase, und dann projiziert er das. So, es gibt noch eine günstige Variante, die funktionieren sogar ganz normal. Vielleicht kennt ihr ja auch diese. Mittlerweile sind so kleine Geräte, mit denen ihr das, was ihr auf dem Handy an Musik habt, laut abspielen könnt. Ja? Und die funktionieren per Bluetooth. Ne? Da habt ihr das Handy hier, ne? Und hört ihr dann irgendwelche Musik. Ne? Und die Musik, die wird da drüber gesendet per Strahlen, unsichtbare Strahlen. Und dann, wow, ist es hier. Und das Gleiche gibt es mittlerweile, unsichtbare Strahlen auf so Beamer. Und zwar sind die total klein, die sind nur so groß. Ja, Mini-Beamer heißen die, könnt ihr mal googeln. Ja. Und diese Mini-Beamer funktionieren genau wie der, die sind nur lichtschwächer. Das heißt, ihr könnt nicht so eine große Bilddiagonale aufbauen, aber für das, was man zeichnen möchte normal, reicht es dicke aus. Und die Dinger gibt es gebraucht zum Teil für 40, 50 Euro. Ne. Und das ist für mich deswegen heute eine coole Variante, weil ihr könnt jedes Foto, das ihr auf dem Handy habt, projizieren. Es gibt im Kunstfachhandel spezielle Tracer, so Projektionsapparate, aber die haben den Nachteil, dass die erstens mal sehr, sehr teurer sind, teurer als ein Mini-Beamer und die Vorlage darf nur so groß sein. Ne? Das heißt, du musst also dein Bild auf die Größe ausdrucken. Ja? Und hier sparst du das Ganze, du machst ein Foto von irgendwas, was du zeichnen möchtest, rüber zum Mini-Beamer, der Beamer projiziert es dir aufs Blatt Papier. Oder auf die Leinwand, was immer du haben möchtest, und du kannst es skizzieren. Okay, so, das waren jetzt die sinnvollen Alternativen. Jetzt gibt es ein paar sinnfreie, was im Internet so kursiert. Und zwar eine Möglichkeit ist halt, okay, ich habe ein Bild, möchte es jetzt projizieren. Die Sonne reicht aber nicht aus, dass meine Vorlage plus das Blatt Papier zusammen durchleuchtet, dann nehme ich halt einfach nur meine Vorlage und halte die andersrum hin aufs Fenster, sodass das Sonnenlicht von der Seite scheint und ich sehe auf der Rückseite die Umrisse durchschimmern. Und dann male ich diese Umrisse mit einem Bleistift halt grob vor, drehe das um, lege das auf mein weißes Blatt Papier und fahre die Linien nach mit einem spitzen Bleistift und siehe da, da habe ich die Umrisse. Ja. Dann kann ich die dann nachher nochmal nachzeichnen und gut ist. Also das ist eine, weiß ich nicht, ob das jetzt so wirklich sinnvoll ist, weil das Problem ist halt, wenn er die erste Methode, die ich beschrieben habe, am Fenster macht, dann müsst ihr natürlich gerade vertikal arbeiten und ihr müsst am Fenster zeichnen. Das ist ein bisschen ungemütlich und bei der Methode könnt ihr es auf den Tisch legen, abzeichnen und gut ist. Ja. Ist jedem selbst überlassen, wie er es machen möchte. Okay. Das war's für heute, kurz und knackig. Ich hoffe, dass euch die Tipps vielleicht ein paar neue Ideen gegeben haben. Wenn ja, könnt ihr ja abonnieren oder genau den Daumen hoch Knopf drücken, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Zeichnen üben. Bis dahin, tschüss.